Einen schönen guten Tag. Bei mir begrüße ich Herrn Rahman Jamal. Er ist Technical und Marketing Director Europe bei National Instruments. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herr Jamal, 2012 wurde auf der Hannover Messe das erste Mal der Begriff Industrie 4.0 vorgestellt. Dieses Jahr taucht der Begriff recht inflationär auf. Können Sie mir erläutern, was der Begriff Industrie 4.0 für ein amerikanisches Unternehmen wie National Instruments bedeutet? Der Begriff Industrie 4.0 ist im Grunde die logische Fortsetzung von einem in den 70er Jahren initiierten Konzept des Computer Integrated Manufacturings, CIM genannt. Und wenn man das so sieht, ist Industrie 4.0 die evolutionäre Fortsetzung von diesem Begriff und zielt letztendlich auf die intelligente, smarte Fabrik der Zukunft. In diesem Zusammenhang taucht ein weiterer Begriff auf, der meines Erachtens noch viel interessanter ist. Das ist der Begriff des Cyber Physical Systems. Und dieser Begriff hat ihren Ursprung in den amerikanischen Raum. Und genau genommen tauchte sie zum ersten Mal auf einem von der National Science Foundation initiierten Workshop, wo unser CEO und Mitbegründer Dr. James Trouchard dort die Auftakt-Keynote gehalten hat mit dem Thema Technologies for Cyber Physical Systems. Und er demonstrierte in seiner Keynote, wie man solche Cyber Physical Systems auf der Basis von System Design Konzepte und moderne Prozessortechnologien realisieren kann. Wie würden Sie denn den Begriff Cyber Physical Systems definieren? Wenn man sich einfach den Begriff genauer anschaut und so ein bisschen auseinandernimmt, ja, also Cyber deutet auf das Vernetzte, das Intelligente, Physical, die Physikalität, also die Anbindung zur realen Welt über Sensoren und Aktoren, also die Messtechnik über die IOs und Systems. Im weitesten Sinne geht es da um eingebettete Steuer- und Regelsysteme. Und wenn man diesen Begriff zusammenfasst, Cyber Physical Systems, dann sieht man also sehr deutlich, wie die Messtechnik und Automatisierungstechnik ineinander greifen. Und genau das demonstrierte unser CEO damals in dieser Auftakt-Keynote. Das heißt, National Instruments ist eigentlich auf dem Gebiet schon länger aktiv? Wir sind länger aktiv und mit unserer Plattformphilosophie Graphical System Design kann man von der Idee über das Prototyping bis zur Serienfertigung eines Cyber Physical Systems bewerkstelligen. Und das ist eigentlich aus unserer Sicht die Produktivitätsplattform, um solche CPS auf die Beine zu stellen. Können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel geben aus der Anwendung, wo man erkennt, was das eigentlich konkret bedeutet? Ein klassisches Beispiel kommt aus dem Bereich der Robotik, sogenannten autonomen Roboter. Wie der Name schon sagt, die sind autonom, automatisiert, selbst handeln, selbst organisierend. Und hier spielt die Messtechnik, also die Sensorik, Aktorik, eine sehr starke Rolle. Und Sie können sich so einen autonomen Rasenmäher überlegen. Das ist also ein klassisches CPS. Und auch vor einigen Jahren haben wir ein Toolkit für unseren Plattform Graphical System Design vorgestellt, um solche klassische autonomen Roboter auf den Markt zu bringen. Was wird uns denn die Zukunft bringen? Wie sieht da die Perspektive von National Instruments aus? Also wenn man jetzt die momentane Diskussion beobachtet, geht es also sehr viel um Standardisierung, ja, dass man also Schnittstellen standardisiert, dass man also interoperabel sein möchte. Ich denke mal, die Grundphilosophie von CPS, also Cyber Physical Systems, ist sehr stark von der Komplexität und der Dynamik der kommerziellen Technologien geprägt. Insofern wird also eine Standardisierung ja fast schon unmöglich. Ich denke, man muss da zweigleisig fahren, mit einigen wichtigen de facto Standards im Markt schnell Lösungen bereitstellen und parallel dazu versuchen, mit Firmen, mit Mitbewerbern zusammen einige übergreifende Schnittstellen zu definieren. Und diese Zweigleisigkeit, die fahren Sie dann auch? Wir sind also sehr aktiv im CPS-Bereich. Was die Industrie 4.0 Standardisierung anbetrifft, das wird sich zeigen. Hier raufen wir uns gerade alle zusammen und finden uns in Clusters wieder. Und das ist die Entwicklung, die jetzt momentan auf der Standardisierungsebene stattfindet.
Die Entwicklung bleibt also spannend. Herr Jamal, ich danke für die Ausführungen, wünsche Ihnen noch viel Erfolg.